Sie feiern ihren Todestag. Es ist eine Party bei den Schiiten. Ja. Und deswegen, wir lieben die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ist das Liebe der Familie? Liebt man so Ahlul Bayt, indem man behauptet, Aisha radiallahu anha wäre fremdgegangen? Ist das eine Ehrerweisung zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass man behauptet, seine Frau wäre eine Frau, die fremdgegangen ist? Und noch, Allah azza wa jalla hat dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, im Traum offenbart, dass er Aisha heiratet. Hat Allah ihm offenbart, dass er eine unanständige Frau heiratet? Also seht ihr, wie fatal ihre Lehren sind. Das heißt, es ist eine Beleidigung Aishas, eine Beleidigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und noch eine Beleidigung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wer behauptet, dass Aisha Zina begangen hat, ist ein Kafir, ist kein Muslim. Warum? Weil er den Koran leugnet. Weil er den Koran leugnet. Das ist kein Muslim. Weil ein Muslim ist jemand, der den Koran annimmt und akzeptiert. So, wenn du aber den Koran nicht annimmst, dann bist du kein Muslim mehr, dann bist du ein Kafir. So einfach ist das.